gehen wir erstmal weiter. Fragt sich, ob jemand weiter so lange Musik machen wird, bis der Baum des Lebens umkippt. Nicht allzu weit liegt ein Plingplong herum. Er gehörte einst Punkifunk. Mit einem ordentlichen Plingplong kann man jede Menge Spaß haben. Schätzt, sie wurden von Band Eaton getötet. Es gibt sie schon seit einer Weile nicht mehr. Meint, der Plingplong kann nicht weit entfernt sein. Du musst ihn bloß finden. Geh behutsam mit dem Plingplong um, wenn du ihn findest. Ein guter ist ein wahrer Schatz. Dann kannst du ein Melodiefest veranstalten. Sagt gerne mit dir lauschen zu wollen. Ein Plingplong. Okay. Was auch immer das sein soll. Eine Höhle oder sowas. Ah, guck mal, was haben wir da? Sonst wäre ich schon mal gewesen. Ja, ich glaube, hier bin ich schon gewesen. Ja, hier bin ich auch schon gewesen. Wieder zurück. So, wo wollte ich denn eigentlich hin? Wo bin ich denn jetzt? Ich muss hier hoch. Okay. Ich glaube, hier war noch ein Wegweiser, ne? Wegweiser? Ne, ist kein Wegweiser.
war. Was bist du für einer? Manchmal erzeugt das Gedächtnis eine Illusion, mit der man in der Zeit zurückgehen und den Moment erneut erleben kann. Alle wünschen sich, dass manche Dinge aus der Vergangenheit nie geschehen wären und bilden sich Erinnerungen ein, die nie geschehen sind. Allerdings besteht kein Zweifel daran, dass deine Erinnerungen deine Zukunft beeinflussen. Wähle die Roboterfunktion, die du abrufen möchtest. Zum Glück wusstest du noch, wie man die Gesundheitsinjektion des Roboters aktiviert. Das wird nützlich sein. Du hast die Roboter-Gesundheitsinjektion freigeschaltet. Wenn du Schaden erleidest, kannst du sie aktivieren, um dich selbst zu heilen. Die Injektion kann, genau wie jeder andere Heilungsgegenstand, über das schnelle Auswahlmenü aktiviert werden. Was? Ja, ist auf jeden Fall für den Anfang erstmal das Beste, was ich nehmen kann. Schau, eine weitere Toxanol-Halde. Sehen wir gleich, ob man die mehr einfach benutzen kann.
Zeit. Zeit kann man sie hier benutzen, aber ist trotzdem gut. Hose es gut, gut, Johanna. Dieser hier scheint angesichts der Tatsache, dem Tod überlassen worden zu sein, dennoch gute Laune zu haben. Mich. Hat gehört, dass du nur auf deinen persönlichen Kodex hörst und ist besorgt, dass du keine Achtung mehr für das Leben aufbringst. Bittet dich um deines Gewissens willen richtig zu handeln. Ist traurig, dass du auf dem Weg Richtung Verderben bleibst und so entschlossen bist, niemandem außer dir selbst zu helfen. Nimm das Licht! Du solltest lieber auf deinen Kopf statt auf dein Bauchgefühl hören. Siehst du, die Dunkelheit lässt dich stets mit allem davonkommen. Denk daran, es gibt stets Licht im Dunkel. Dunkel? Wenn man ohnehin weiß, dass man recht hat. Box. Und gucken, ob es da noch irgendwas gibt. Hier. Nette Boxershort. Wie ruhig dieser Ort ist. Hier. Eine Klapperpolster. Also ich finde halt sowas, ne, sowas zu looten und so, sollte eigentlich, also es sollte wesentlich mehr davon vorhanden sein. So, wo bin ich denn? Ich bin natürlich trotzdem irgendwie falsch abgebogen, ne? Da wollte ich eigentlich hin. Da oben wollte ich hin, ne? Das ist Nebenlager. Hier lagern Rito und seine Banditen. Sei vorsichtig. Oh ja. Okay, ein großer Boss hat nicht gereicht. Müssen gleich zwei sein. Yeah.
Aber ich glaube, ich habe mich gut geschlagen dafür, dass ich beide Bosse auf einmal hatte. Junge, Junge, Junge. Ich glaube, ich nehme jetzt mal. Sind wir da? Ich gebe dir Zeit, bis ich bis 10 zähle, bevor das Blei dich durchlöchert. 1, 2, 10. Den Rest kannst du behalten, du Dreckschwein. Moment, müssen wir wieder Dings aufmachen, so. Danke, Captain, für die 100 BDs. Das machst du gerne, ne? Wetten, du bist hingegangen und hast da 5 Euro in Bitties eingetauscht oder so, nur damit du das Ding starten kannst, ne? Ja, ja, come on. Ich hab dich durchschaut. Wette ich... Siehst du? Ja, ja, ich hab dich durchschaut. So, warte mal. Das ist jetzt eine Einhand, oder ist das eine... Kann ich die jetzt auch noch ausrüsten? Ajo, guck mal jetzt, ey. So, und der kommt direkt angesprungen. Nein. Direkt schon wieder. Und ich mach lieber direkt selber Schaden. Von mir. Wir sind immer direkt vor Spinnen, das gibt's doch gar nicht, ey. Hm.
hätte den Injektor nehmen sollen. Ey. Captain, nochmal Dankeschön für den Gifted-Sub. Dankeschön. Oh, ich hab gedacht, ich krieg den fetten Hammer. Habt ihr den gesehen? Ich gebe dir Zeit, bis ich bis 10 zähle, bevor das Blei dich durchlöchert. 1, 2, 10. Den Rest kannst du behalten, du Dreckschwein. Dankeschön. Rucksack selten. Oh ja. Biogenes Modul. Kälte. 35 Schaden. Zündermodul. Kleines erweitertes Magazin. Vielleicht hast du Glück. Bewässerungspunkte, nice. Hilflose Seele. Ach hier. Immo. Dieser hier scheint angesichts der Tatsache, dem Tod überlassen worden zu sein, dennoch gute Laune zu haben. Lech hat gehört, dass du nur auf deinen persönlichen Kodex hörst und ist besorgt, dass du keine Achtung mehr für das Leben aufbringst. Du. Bitte dich um deines Gewissens. Schicksal selber gewählt. Ist traurig, dass du auf dem Weg Richtung Verderben bleibst und so entschlossen bist, niemandem außer dir selbst zu helfen. Nichts strahlt so wie das Dunkel. Moment. Du weißt schon. Dem Dunkel ist nicht zu trauen. Siehst du nicht, wie befreiend das Dunkel ist? Es ist noch nicht zu spät für dich, oder? Hallo, Dunkelheit. Ich bin's, dein alter Freund. Ja. Dunkel plus 2. So. Abgeschlossen. Jetzt können wir nochmal kurz Ausrüstung abchecken. Ich habe da ja was Neues. Uff. Plus 7. Boah. Plus Energieregeneration, ey. Übelst krass. Okay, dann können wir das jetzt zerstören. Rücken. Plus 16. Den können wir platt machen. Auf der linken Schulter haben wir wieder was Neues. Nice. Kopf. Der. Den brauchen wir nicht. Beine, was haben wir da? Ach, diese Shorts, ne? Direkt auch kaputt machen. Und
Steckbolzen haben wir jetzt auf jeden Fall neue. Cool, cool, cool. So. Neue Waffenfähigkeit. Zweihandhieb. Ich will auch so ein fettes Schwert. Allgemein. Panzerung. Zusatzteile für Kleidung und Ausrüstung erhalten eine Rüstungswerteerhöhung von 25%. Die Waffe deines Roboters fügt 100% mehr Schaden zu. Was haben wir dann noch? Adrenalin, deine Gesundheitsregeneration wird im Kampf um 40% erhöht. Auch geil. Mottenmund. Ah ja. Gemeine Galle. Die lerne ich jetzt. Weil die andere bin ich ziemlich bescheiden. Kann ich Doppelsprung machen und das dann nochmal benutzen. Was kriegen wir dann? So, Charakter, Verbesserungspunkte und Psi-Punkte habe ich noch. Oh, der Einfrier-Skill ist geil. Telekinese. Himmelsfunkel. Kommt noch ein bisschen was, was geil ist. So, wie sieht es denn hier eigentlich aus? Fernkampf. Doppelschusswaffe, ne? Ach ne. Gewehre. Alt, rechts, links. Was ist das? Unaufhaltsame Ente. Automatikgewehre. Leertaste linksklick. Bam. Warum macht er das nicht? Das klappt auf jeden Fall, das andere klappt irgendwie nicht. Aber kann ja sein, dass das noch kommt. So, ich muss hier rüber, Gefangenen und dann darüber. Gewehr ausgerüstet, ja, das ist ja ein Gewehr, was ich in der Hand habe, ne? Das sollte ja ein Gewehr sein, oder? Wann sehe ich das? Ne, warte.
Handkampfwaffe. Gewehr. Typ Gewehr. Das ist eine Schusswaffe und das ist ein Automatikgewehr. Ah, ich habe gerade Automatikgewehr gemacht, ne? Kann das sein? Überhaupt nicht übertrieben. Aber egal. Da oben gibt es wieder eine Beere. Hier muss doch ein Gefangener sein. So weit weg, okay, alles klar. Nägel. Augenkompass. Gucken wir zu Fuß weiter. Eine Kauferia. Vielleicht gibt es da drinnen noch etwas. Voll geil. Das ist cool.
Also das sah jetzt schon sehr episch aus, muss man ja mal sagen, ne? Das war jetzt wirklich nicht schlecht. Dieser hier scheint angesichts der Tatsache, dem Tod überlassen worden zu sein, dennoch gute Laune zu haben. Hat gehört, dass du nur auf deinen persönlichen Kodex hörst und ist besorgt, dass du keine Achtung mehr für das Leben aufbringst. Schon. Bittet dich um deines Gewissens willen. Ist traurig, nein, dass du auf dem Weg Richtung Verderben bleibst und so entschlossen bist, niemandem außer dir selbst zu helfen. Bam! Das Dunkel siegt erneut, oder? Im Dunkel wirst du stets stolpern. Zweifle nicht am Dunkel. Darf ich das Dunkel dieses eine Mal verfluchen? Ich bin so froh, auf der Siegerseite zu stehen. Die Sprüche von den beiden sind cool. Die Schalter müssen anscheinend ausgerichtet sein, damit das Gerät sein Programm laden kann. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Ja, jetzt wollte ich spielen. Oh ja, eine alte Banane. Jawohl, arktisch. Hälte mal 5, also plus 5. Da irgendwas auf dem Dach? Kommen wir da irgendwie hoch? Ich glaube nicht. Wobei? Okay. Nö, schade. Hatte ich gehofft. So, jetzt muss ich eben auf der Karte gucken, wo wir hin müssen. Hier außen rum. Nice, nächster.
so eine Art Bushaltestelle oder was ist das? Wehtun an der Hand. Was ist da drüben? Ich muss auch nochmal eben nachschauen. Oh nein! Okay, da gucken wir gleich nach. Auf dem Rückweg. muss ich jetzt da rein oder wo muss ich hin? Nee, ich muss hier weiter runter. Okay, dauert dann da lang. Ein Außenposten des Yagni-Stamms. Außenposten. Ejo. Nice, mal flanken. Dankeschön, King Baal. Wünsche dir auch eine gute Nacht. Auch immer besser. Ich würde sagen, dann gehen wir hier mal rein. An der Tafel hängen hauptsächlich Texte derer, die damals auf dem Tuckerhof arbeiteten. Sie ergeben inzwischen nur noch wenig Sinn. Über die Tafel gibt es nicht mehr zu sagen. Aber im Unterhof hat sich Gizmo verkrochen, um an seinem Mekton zu werkeln. Früher fertigte die Toxanol Corporation hier Tuk-Tuks an.
Große Maschinen auf Rädern mit Schornsteinen, die die Luft verpesteten. Tuk tuk. Auf den Gleisen fuhren damals Tuk-Tuks voll mit Zweibeinern, wie Gubbos in der Büchse. Du bist auf dem richtigen Weg. Halt die Augen offen. Dieses Ding war einst Teil eines Tuk-Tuks. Jetzt steht es einfach nur so herum. Stämme sind ständig auf der Jagd nach verwertbarem Schrott. Und auf dem Hof gibt es viel davon. Aber sie hätten beim Plündern bleiben sollen, anstatt mit Raketen zu spielen. Dem Durchbrechen der Tür beschäftigen. Das ist deine Chance. Modul. Kriegt da einer.
Haben wir's. Lass mal hinstrollern. Mal sehen. Neue Stufe. Warte, was nehmen wir als nächstes? Sieht gut aus. Du schaffst wirklich alles. Auf und davon. Und jetzt bitte wieder landen, ja? Juhu. Wow, was für eine Landung. Wenn da mal nicht alle Feuer und Flamme waren. Ein Wunder, dass einige dieser Hochrunters überhaupt noch funktionieren. Früher wusste man wohl, wie man Sachen baut. Das ausgebrannte Nuklearmaterial, das Toxanol im Nass versenkte, schädigte das Meeresleben, während die überquellenden Mülldeponien das Grundwasser verseuchten. Zusammen führte das zum rasenden, unausweichlichen Untergang ihrer Welt. Ja, du kannst laufen. Ich muss mein Wondo wieder auffrischen, aber er glaubt wohl, dass du den großen Knall beim Hof verursacht hast. Oh, und er sagt, dass er dich kennt. Du hast ihn früher Gizmo genannt. Er hat dich beim Wiederaufarbeiten gelehrt, dir die Hände dreckig zu machen. Gizmo weiß noch, was für ein braves Kindling du warst. Er kann die Wärme deines Herzens immer noch spüren. Doch Gizmo sagt, dass jeder Erinnerungen anders erlebt. Man kennt die Geschichte, doch die Wahrheit dahinter hat für jeden eine andere Bedeutung. Er hofft, du erinnerst dich, wie er dir einmal die Wiederaufarbeitung beigebracht hat. Hoffentlich hat es dir während all der Jahre genützt. Gizmo sagt, er erinnert sich an die vergangene Zeit. Doch anders als du denkt er nicht an sie, weil sie vorbei ist. Er versteht, dass Lupalupin ein wichtiger Teil deiner Vergangenheit, deiner Gegenwart und bald auch deiner Zukunft ist. Er glaubt immer noch an das Gute in allen Wesen. Du trägst noch die Hoffnung auf ein Morgen in dir. Er sagt, was dir bestimmt sei, wird auf die ein oder andere Weise geschehen. Doch du solltest dich nicht von der Vergangenheit verzehren lassen. Ich will Rache. Gizmo versteht deine heftigen Gefühle, doch er ermahnt dich, sie unter Kontrolle zu halten. Du hast selbst erlebt, wozu das führen kann. Langsam gewöhnst du dich ans Dunkel. Spitze. Das ist nicht Spitze, sondern ein Trott. Und was ist am Trott verkehrt?
Ich liebe Trott. Spitze, Trott, völlig egal. Du kannst noch umkehren. Umkehren? Auf gar keinen Fall. Genieße es. Würde gerne wissen, ob du je an den Entscheidungen zweifelst, die dich auf deinem Weg bis hierher gebracht haben. Wärst du glücklicher, wenn du einen anderen Pfad eingeschlagen hättest? Ich bereue nichts. Schätzt, dann bist du entweder eine Ausnahme oder gut im Lügen. Oder vielleicht beides. Es ist traurig, dass mit dem Baum des Lebens alles sterben wird. Doch das war zu erwarten. Versteht, warum du der Welt unbedingt den Rest geben willst. Ein schnelles Ende ist wohl gnädiger. Fragt sich, ob du gerne mit den Jagni zusammengearbeitet hast. Sie hocken immer in ihren Stuben und versammeln ihre Besitztümer um sich. Das Zuhause ist ein Rückzugsort. Doch es ist nicht alles. Die Welt ist größer, als du denkst. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Gizmo meint, es habe lange gedauert, bis die Vergangenheit die Gegenwart einholen konnte. Was du jetzt tust, liegt bei dir. Du solltest die Vergangenheit fürs Erste ruhen lassen. Er kann den Unterhof nicht verlassen, da er gegen das Vakuum in der Todeszone nicht geschützt ist. Du solltest also nach Schrott suchen, um den Mekton wieder aufarbeiten zu können. Fang bei der alten Kiste draußen an. Du solltest zurückkehren, sobald du den Schrott gefunden hast. Ihr solltet so schnell wie möglich dafür sorgen, den Mekton gegen den Jumbo-Knoll kampfbereit zu machen. In der Wildnis gibt es noch mehr Kisten aus der Zeit vor der Apokalypse. Leicht zu finden, wenn du danach Ausschau hältst. Sie sollten genug Kram enthalten, um den Mekton damit zu verbessern. Du hast eine Gefahrenzone entdeckt. Das sind große Gebiete, die von tödlichen Gefahren bedeckt sind. Diesen Umweltgefahren kannst du nun für eine begrenzte Zeit standhalten, bevor sie dich umbringen. Also sei vorsichtig. Es gibt verschiedene Arten von Gefahren. Biokontaminierte, kryogene, entzündliche, radioaktive und sauerstofflose Todeszonen. Deine Ausrüstung und der Widerstand, die du während der Charaktereinstellung gewählt hast, legen fest, wie lange du in diesen Gefahrenzonen überleben kannst und wie viel Schaden du durch Gefahrenwaffen erleidest. Besitzt du gegen eine Gefahrenart einen Widerstand von 100, hältst du 100% des Schadens durch diese Gefahr stand. Ah, hier ist Sauerstoffmangel. Ah, da kommt man runter. Ne, ja, alles klar. Tschüss. Sagt, du musst die Schalter aufeinander abstimmen. Gut, das ist genug elektrische Strömung, um die Aktoren zu initialisieren und das System zu aktivieren. In dieser Zone kann man kaum atmen und der Tod lauert überall. Pass auf, wer halb so viel atmet, lebt auch nur halb. Das ist der Überrest, nach dem du gesucht hast.
kurz zum Looten. Auch nicht. Gerade so. Hast du eine Kiste mit Mekton-Teilen gefunden? Diese Kiste können überall in der Welt gefunden werden und enthalten Teile, mit denen du den Mekton anpassen kannst. Hilo-Beine und Schnute. Er meint, das sei genug, um den Mekton zum Laufen zu bringen. Du verfügst jetzt über einen Motor, einen Treibstoffsauger, eine Schusswaffe und ein Sammelnetz. Aber weder Rüstung noch eine Sauerstoffversorgung. Okay. Er hat einen Sauger angefertigt, damit der Mekton mit dem Schwarzteer sofort aufgetankt werden kann. Du kannst damit ebenfalls die glibberigen Ölpfützen beseitigen, um an schwer erreichbare Orte zu gelangen. Ach, nice. Er sagt, er arbeitet an einem weiteren Projekt für den Mekton, einer Kanone. Sie benötigt jedoch Munition und damit meint er Squibs. Er sagt, wenn man sie richtig abrichtet, können sie den Jumbo-Knäuel ablenken. Wenn du nach Squibs suchst, solltest du mit Moog reden. Er kennt sich mit allen Lebewesen in der Natur aus, die die Apokalypse überstanden haben. Leider bedeutet das, dass du weiter in die Todeszone vordringen musst, da Moogs Lager an der Steiltiefe ist. Wenn du Moog findest, kann er dir sagen, wo du die Squibs findest. Er hat bemerkt, dass der Jumbo-Knäuel nur eine kurze Aufmerksamkeitsspanne hat. Die Squibs sollten ihn lange genug ablenken, sodass du ihn angreifen kannst. Okay, nice. Komm mal, Roboter. Der auch verlangen kann.
Der Mekton des Mechanikers ist sehr robust, genau wie sein Erbauer. Kannst du dir vorstellen, wie dieser Ort einst ausgesehen hat, vor der Sintflut des toten Öls? Mal kurz gucken, ob ich da unten durchkomme. Sieht so aus. Ne, hier ist aber nichts. Okay. Halt vielleicht lieber die Luft an, bevor du weitergehst. Auf dich warten die atemberaubenden Ausblicke der sogenannten Todeszone. Sieht gut aus, ne? Würde ich sagen. An der Stelle machen wir jetzt mal einen Fotomodus. Verbergen. Sag erstmal Screenshot machen. Auch geil. Zack. So, okay, weiter geht's. Dem muss ich hin, oder was? Ja. Bolsnia. Immo. Diava. Gute Nacht, Poseidon. Schlaf gut. Und danke, dass du da gewesen bist. Und Dankeschön für deinen zweiten Monat. Na, vielen lieben Dank. Da drüben befindet sich Steiltiefe. Die Klippe, an der Moog abhängt. Wow. Ja, pinkeln wir erstmal wieder gegen den. Mal sehen. Warnmast. Okay, also das ist die Todeszone, ja. Nice to know. Inmobutsne. Mashako Hirsabe. Er ist erstaunt, dich hier draußen zu treffen. Er dachte, du wärst längst tot. Nur wenige sind so clever und zäh, wie du es offenbar bist. Sam? Sagt Munsterjäger, hören, was der Wind ihnen flüstert. Moog meint, all deine Kraft nützt dir überhaupt nichts, wenn du im richtigen Augenblick nicht bereit bist, abzudrücken. Bei Munstern geht es einzig darum, zu töten oder getötet zu werden. Wie entscheidest du dich? Wow. Du magst zwar ein ruhiges Händchen haben, doch du solltest deine Ziele sorgfältig auswählen.
sagt, Entscheidungen über Leben oder Tod von anderen sind nie leicht. Doch jemand muss sie treffen, sonst treffen sie selbst die falschen Entscheidungen. Kalba. Meint, meistens tötet er die, die er nicht mag. Kalba. Sorgt sich, dass es keine Monster mehr geben wird, wenn die Welt untergeht. Worauf soll er dann schießen? Ja, Sam. Versteht, warum du die Herde so sehr ausdünnst. Doch es wäre schön, wenn du allen anderen ein paar Monster übrig lässt. Lämmer, ja. Er sieht deinen Pakt mit den Jagni mit Wohlwollen. Ihr Jägdgeist gleicht denen einer Schar von Adlern. Ja, Waxanma, Malva Cherry. Er erfreut sich daran, wenn er kann. Auch wenn sie bei der Monsterjagd kaum helfen. Aber genug davon. Die Tiere, die Natur, alles hat sich verändert und gegen das Leben gewendet. Als die Welt sich veränderte, ergriff der Überlebensinstinkt die Oberhand. Er zweifelt mittlerweile, dass sie noch eine vegetarische Ernährungsweise haben. Es könnte sich verändert haben, also wer weiß, wie das die chemischen Zusammensetzungen der körperlichen Abfälle beeinflusst hat. Momentan hat er jedoch das Gefühl, ziemlich genau zu wissen, wo sich alle kleinen und großen Monster aufhalten. Sagt, da ist er nicht sicher, aber wenn du etwas jägst, wäre es Verschwendung, die Beute nicht zu essen. Mok sagt, wer rennen will, muss zuerst gehen lernen. Es ist noch kein Monsterjäger vom Himmel gefallen. Zum Glück kann er dir dabei helfen. Bevor du dir ein großes Ziel vorknöpfst, solltest du es mit einem kleinen versuchen. Und dafür gibt es keinen besseren Ort als eine Squib-Höhle. Ein paar dieser kleinen Viecher zu fangen, sollte dich auf Trab halten. Sagt, wenn du weiter jägst, kriegst du noch die Gelegenheit zum Schießen. Okay. Kann man dem irgendwas hier abluchsen? Aber Chat, also ich muss jetzt noch mal was klarstellen. Also umso weiter wir kommen mit der Story, muss ich aber sagen, umso fesselnder ist sie. Also ich habe jetzt schon Lust, das weiter herauszufinden, was da so kommt, ne? Also unabhängig jetzt von diesen Mankos, ne, die wir so festgestellt haben, interessiert es mich definitiv, wie es weitergeht. Also es fesselt einen schon. Also das finde ich auf jeden Fall positiv. Klar, die Dialoge sind ein bisschen komisch, die sind ein bisschen weit hergeholt irgendwie. Sie sind zum Teil auch zu lang und zu oft. Aber man wird auf jeden Fall an der Stange gehalten, finde ich. Interessiert mich jetzt schon, wie es halt weitergeht, ne? Ich dachte, ich komme mit dem da durch. Also. Verkackt. Okay, auf ein neues. Alles einsammeln, okay.
Was? Warte, ein Squibkriechbau. Hier findest du viele Viecher. Errungenschaft freigeschalten, Heavy Metal. Okay. Als der nukleare Abfall schließlich verdampfte, stieg ein flüchtiges Gas aus dem Boden und befiel sämtliche Bauten, sogar die von Toxanol. In gewisser Weise bewirkten sie so ihren eigenen Niedergang. Eine Idee. Hau den Deckel von diesem Schlammlaster runter. So wird sich alles hier füllen und du kannst den Eingang erreichen. Wäre ich jetzt irgendwie nicht drauf gekommen, ne? Also irgendwie. Was war da? Hallo? Bin ich da? Was war das? Eingefangen. Damit warten wir mal noch. Nix. Oh, cool. Kreatur streicheln und behalten. Ja, Mann, die sind zu süß, um sie jetzt zu töten. Oh, was haben wir da? Fette Kanone. Jawohl. Sagt, du musst die Schalter aufeinander abstimmen.
Gut, das ist genug elektrische Strömung, um die Aktoren zu initialisieren und das System zu aktivieren. Saugerglue-Klinge. Jawohl. Zu Gizmo zurück. Dann machen wir das mal. Ich gehe noch kurz ein bisschen gucken. Jawohl. Alles hat seine Zeit und seinen Ort. Aber für diese Stadtschaft ist beides schon wieder vorbei. Nächste Kiste gefunden. Außenseite. Sehr schön. Noch irgendwas? Noch eine Kiste. Na gut. Dann gehen wir da jetzt noch vorbei. Vorne ist es. Dann haben wir sogar zwei Kisten. Was?
kann man auf jeden Fall sehr gut XP farmen. Das ist schon mal ein guter Punkt. Einfach hingehen und eine anständige Mahlzeit erhalten. Anständige Mahlzeit, das ist, will ich eigentlich bezweifeln. Schoner. Okay. Passt. In der alten Welt hatten solche Straßen tatsächlich ein Ziel. Jetzt sind die meisten von ihnen der direkte Weg ins Desaster. Er sagt, das sind genug Squibs, um die Krallkrankanone des Mektons mit unendlicher Munition zu versorgen. Gute Arbeit. Das ist nicht seine sauberste Erfindung, aber es wird reichen. Saug damit die glibbrigen Ölpfützen auf, damit der Mekton passieren kann. Gizmo hat schon früher an Fahrzeugen für den Kampf gegen den Jumbo-Knoll gewerkelt, doch alle schlugen fehl. Dieses Mal ist es aber anders. Der Mekton wird stark genug für diese Aufgabe sein. Dem Weltenfresser muss jetzt Einhalt geboten werden. Ansonsten ist der Schaden am Weltenbaum nicht mehr zu beheben. Er bittet dich, keinen Gedanken daran zu verschwenden, den Jumbo-Knoll zu Fuß anzugreifen. Du brauchst dafür den Mekton. Vertrau ihm. Vor deinem Kampf mit dem Knoll bleibt noch Zeit, um den Mekton zu verbessern.
In der Todeszone gibt es mehr Wrackkisten mit Ausrüstung. Du kannst den Mekton damit selbst ausstatten. Er ist bereits recht robust, doch wenn du ihn verbesserst, erhöht das deine Siegchance. Gizmo möchte dir gerne helfen. Wünsch dir alles Gute. Achso, kann ich den jetzt aufrufen? Ja. Wieder eine neue Charakterstufe. Dann nehmen wir jetzt. Glück dazu. Verbesserungspunkte. Rotieren. So. Okay. Das hier. Jetzt ist der fast 6 Sterne aufgerüstet im Brust. Ausrüsten, so. Modifizieren, dieser Pfeile. Ja, zack, herstellen. Zusatzteil Funkstecker. Was? Hä? Beine. Infizieren. Ich hab ja da schon welche dran. Rüstung 187 mittlerweile. Richtig nice. Lotus, Netra, Pichu. Winter, so. Schrotflinte, Schrotflinte, Erkunder, Schaden.
405 bis 589 Damage. Magnum. Balvino. Rutfelnde Finger. Klick, klick. Aha. Ein Gewehr. Geratufs. Und Zap. Aha. Was ist das? Alle Fernkampfteile. Da muss ich eigentlich mal eine Haupthandwaffe, warte mal. Neu herstellen, Nahkampfwaffe. Einhändiger, zweihändiger. Einhändiger und schmettern. Modifizieren. Kann ich den Sägeblatt. Banane. Junge. Stufe 15 benötigt. Fuck. Okay, dann nehmen wir den. Kann ich das noch ändern? Ist die Frage, ne? Modifizieren. Ja, ich kann das hinterher abändern. Okay, nice. Ach, hier kann ich auf doppelzüge Cobra-Griff Doppelwaffen Kung Fu freischalten. Fernkampf. Alter Verwalter. Was ist das bitte für eine Wumme, ey? Thank you.
Modifizieren. Okay, das ist Mündung passt. Da habe ich nichts. Magazin. Da habe ich ein kleines Magazin zusätzlich. Da Pinger. Zack. Griff. Schafft, habe ich nichts mehr. Alter, Verwalter, jetzt geht's ab. Danke für dein Follow und schön, dass du da bist. Du musst für das Giveaway einfach nur dem Link folgen und dort dran teilnehmen. Da gibt es ganz viele Giveaways, also lohnt sich. Du hast den Wunurlang entdeckt. Den dunkelsten und tiefsten Wald im... Und es gibt immer wieder Giveaways darüber bei mir zu gewinnen, auf jeden Fall. So, wo muss ich jetzt eigentlich hin als nächstes? Ich mal kicken. Können wir eigentlich über die gegnerischen Dings, ja. Und das eigentlich mal machen, ne? Glibbergleiter Wrackteile. Mal da runter. Eine neue Mündung, perfekt. Siehst du das Bruchboot da drüben? Es scheint noch seetüchtig zu sein.
Schimmel und Warte. Probiert. Ich mal die hier aus. Sauber. So ab, ey. Gibt's doch gar nicht, Mann. Ja, es ist alles super einfach, wenn du nur auf Range spielst, aber da hab ich gar keinen Bock drauf, Mann, nur auf Range zu spielen, ne? Aber komischerweise kann ich auch die kleine Waffe nicht verbessern. Ich hab hier nur die Shotguns. Obwohl, nee, ist das die?
Moment. Was ist das denn für eine Bindung? Okay. Gewehr. Schusswaffe. Gewehr. Schusswaffe, ne? Dein Schrottlager ist nicht voll genug. Ich habe nicht genügend Schrott. Reichweite ist nicht so groß. Ich probiere das jetzt noch einmal.